Einen wunderschönen guten Tag, guten Mittag, guten Nachmittag, guten Abend. Kommt drauf an, wann ihr jetzt hier das Video schaut. Ja, bevor ich jetzt heute hier bei mir auf das Thema komme, worum es eigentlich jetzt in diesem Video gehen soll, kurz mal ein anderes Thema, W211 respektive S211 mit Niveauregulierung an der Hinterachse und keine Ermatik dementsprechend, heißt einmal normale Federn an der Vorderachse. Ja, Kunde rief mich an, hatte mir ein Foto geschickt. Das Foto ist auch in der Community mit drin gewesen, ja. Ja, sieht irgendwie erstmal komisch aus auf dem Bild. Mein erster Gedanke war dann auch gleich der richtige, wie auch bei den meisten von euch, die das hier in den Kommentaren reingeschrieben haben, was es denn sein könnte. Und zwar hier Kollege Feder. Ja, muss ich jetzt ehrlich sagen, habe die Probleme gar nicht mal so oft bis jetzt gehabt am W211, aber es passiert halt doch auch immer mal wieder, dass eine Feder bricht. Ja, jetzt denkt ihr euch vielleicht, ja, was ist daran jetzt so besonders? Ich wollte einfach nur mal kurz erklären, dass es, wenn beim 211 eine Feder bricht, das gar nicht mal so einfach ist und dann einfach wieder in die Werkstatt zu fahren. Weil hier brauchen wir dann meistens doch einen Abschlepper. Und zwar, warum? Und zwar haben wir hier nicht mehr einzeln Feder und Stoßdämpfer separat getrennt, wie beim Vorgänger, beim 210er und nochmal Vorgänger W124. Nein, hier haben wir jetzt schon Stoßdämpfer, Feder als Kombination zusammen. So, bei den meisten Fahrzeugen ist es aber so, dass die Feder komplett einmal gleich ist. Oben, unten, einmal selbe Größe. Nicht bei allen, aber bei den meisten Fahrzeugen. So, das heißt, wenn jetzt die Windung, die bricht ja meistens an der unteren Ende, am unteren Ende, weg. So, dann rutscht die einfach nur ein Stück nach. Aber es passiert jetzt erstmal dementsprechend meistens nicht so viel. Und man kann noch bis in die Werkstatt fahren. Manchmal kriegen es die Leute gar nicht mit, dass eine Feder gebrochen ist. Bei den normalen Federn. Hier an dem Fahrzeug schon. Und zwar, weil das untere Ende, was unten am Stoßdämpfer sitzt, kleiner ist, dünner ist vom Durchmesser her. So, was passiert jetzt, wenn die Feder hier unten bricht? Gehen wir mal ran, nehme ich euch mal mit und dann zeige ich euch das mal. So, normalerweise, ich hoffe, man kann es relativ gut erkennen, sitzt die Feder natürlich einmal das obere Ende hier oben, direkt unterm Domlager. Und das untere Ende sitzt hier, auf diesem Teller. Ja, jetzt ist hier das untere Ende noch da. Man kann es, denke ich, mal sehen, was hier noch so drin liegt. Oh, und was ist jetzt passiert? Das untere Ende ist gebrochen. Kann man hier ganz gut sehen. Ich mache mal hier das Licht dran für euch. Und schauen wir, ob wir das ein bisschen gedreht kriegen. Ja, das ist jetzt hier das untere Ende der Feder. Hier haben wir sie, hier ist sie gebrochen an der Stelle. So, das ist das schmalere Stück, was nicht so breit ist. So, und der Rest der Feder hier, was eigentlich das Teil eigentlich da oben sitzen sollte, ist jetzt einmal komplett runtergerutscht. Zack, bis hier runter, Ende Stoßdämpfer und ist natürlich nicht mehr an der Position, wo es hingehört. Jetzt haben wir das Problem, dass hier das Fahrzeug dann nicht mehr lenkbar ist, großartig bzw. extrem tief liegt. Ja, das ist natürlich dann das Problem. Wie gesagt, die meisten anderen Fahrzeuge, damit können wir dann noch nach Hause fahren oder in die Werkstatt fahren. Auf eigener Achse, hier war nichts mehr möglich. Das Auto war extrem tief. Man hat es ja auch im Bild. Ich kann ja das Bild nochmal einblenden mit. Ist dann so, dass das Rad viel zu weit im Radkasten drinne steht und damit ist natürlich nicht mehr viel Lenkwinkel da. Ja, Fahrzeug abgeschleppt, mit dem ADAC hergebracht auf die Bühne. Jetzt einmal Feder wechseln. Natürlich beide Seiten, also nicht nur auf der Seite, wo die Feder gebrochen ist. Ist klar, immer auf beiden Seiten die Feder wechseln. Genauso, wenn wir jetzt auch Stoßdämpfer und sowas wechseln, dann natürlich auch. Hier müssen wir natürlich gleich mal mit schauen. Fahrzeug hat jetzt auch schon so gut 300.000 Kilometer wegabspult, abgespult. Und da ist natürlich jetzt die Frage, wie sind jetzt die Stoßdämpfer? Werden wir dann schauen, wenn wir sie ausgebaut haben. Die ganze Sache
machen wir aber vielleicht nochmal in einem separaten Video. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das mal interessiert, ob wir da mal mit reinschauen, wie die ganze Sache gewechselt wird. So, wie kriege ich jetzt den Bogen zu dem Thema, was eigentlich heute hier Sinn des Videos ist? Ja, W211 mit 4 Kilometern haben wir ja jetzt hier, wie gesagt, auch einen. Mal kurz die Einleitung zum Thema an sich. Ich habe euch ja mein Taxi vorgestellt, was wir entfoliert haben, Folie abgezogen haben, was über 560.000 Kilometer schon weg hat. Und na ja, gut, da gibt es dann doch die ein oder anderen auch in den Kommentaren, die dann schreiben, so ein Quatsch und gerade ersetzen, ein W203 ersetzen durch einen W211, der extrem viele Kilometer hat. Das ist doch ein verbrauchtes Fahrzeug, war unter anderem ein Kommentar. Ja, ich bin der Meinung Nachhaltigkeit. Natürlich kaufe ich nicht jeden alten W211, der Massenkilometer runter hat. Das Auto muss natürlich in der Grundsubstanz her stimmen. Und bei den Taxis ist es ja nun mal einfach so, dass die Fahrzeuge funktionieren müssen. Der Taxiunternehmer braucht das Fahrzeug ja, um Geld zu verdienen. Das heißt, die Fahrzeuge sind gewartet. Die sind wirklich extrem gut gewartet, weil das Auto muss einfach funktionieren. So. Und deswegen schaue ich mir natürlich das Fahrzeug auch, bevor ich es kaufe, an, ob es sich lohnt, auch wenn es ein gewartetes Fahrzeug ist mit dem Kilometerstand. Thema Nachhaltigkeit. Mal im Vergleich zu einem Elektroauto. Ich möchte jetzt hier in dem Video nicht sagen, dass ich jetzt keine Elektroautos mag. Ich finde die genial. Aber Ressourcen sparen, ökonomisch denken, und da bin ich. Das ist alles jetzt nur meine Meinung, die ich jetzt hier darlege in dem Video. Ihr könnt gerne eure Meinungen dazu mehr in die Kommentare schreiben. Ich bin ja auch nicht böse, wenn ihr da völlig anderer Meinung seid wie ich. Das ist meine Einstellung dazu. Ich finde es halt einfach nur ökonomisch, solche Fahrzeuge weiter zu nutzen, wenn die Fahrzeuge es zulassen und der Wartungszustand und der Zustand vom Fahrzeug passt. Ich würde sagen, wir gehen mal raus zu dem Taxi und dann reden wir mal und dann zeige ich euch nochmal ein paar Ausschnitte aus ein paar anderen Videos, was so meine Theorie und meine Tendenz einfach belegen. Los geht's! So, da haben wir jetzt hier mal meine zwei Exemplare, die ja die meisten schon von euch kennen sollten. Einmal hier das Taxi, was jetzt wieder schön in Kubanit-Silber glänzt und wirklich in einem sehr, sehr gepflegten Zustand ist. Klar sind ein paar Sachen zu reparieren, klar sind ein paar Sachen dran am Fahrzeug, aber das sind alles Sachen, die halt einfach mal dem Verschleiß unterliegen und die jetzt auch nicht die extremen Kosten verursachen. Fahrzeug ist aber technisch ansonsten wirklich noch in einem sehr guten Zustand. Genauso wie auch mein Alltagsfahrzeug, der andere 220 CDI hier, den ihr ja auch kennt. Habe ich jetzt seit 2 Jahren, habe den mit knapp 375.000 Kilometern auf der Uhr gekauft. Und seit 2 Jahren jetzt ihren Besitz und muss einfach sagen, es gibt einfach keine Probleme an dem Fahrzeug. Natürlich ist das jetzt mal ein Paradebeispiel. Es gibt auch andere Fahrzeuge, die mit deutlich weniger Kilometern auch mehr Probleme haben, auch von der Modellreihe. Klar. Aber mir geht es ja einfach darum, mal euch zu zeigen, weil ja doch einige Leute der Meinung waren, so ein Quatsch, solche alten Autos mit so viel Kilometern zu kaufen. Es ist einfach meiner Meinung nach, wie ja vorhin schon erwähnt, ökonomisch mein Gesichtspunkt zu der Sache. Und wenn jetzt zum Beispiel auch noch so Biodiesel-Sachen zugelassen wären vom Bundesministerium, als Beispiel, wären wir noch ökonomischer auch mit diesen Dieselschleudern unterwegs. Und da möchte ich euch mal einen kurzen Ausschnitt aus einem Video vom Alexander Bloch von Auto, Motor und Sport mal einblenden. Das gesamte Video verlinke ich euch auch noch mal unten in den Kommentaren. Könnt ihr euch mal das ganze Video anschauen, wenn es euch interessiert. Dann würde ich euch das jetzt mal kurz zeigen. Unserer Regierung ist es besonders wichtig, dass unsere Kraftstoffe einen immer höheren Bioanteil und damit eine bessere CO2-Bilanz bekommen. Nein. Und jetzt wird es besonders paradox. Denn es gibt in Deutschland ein Bundesemissionsschutzgesetz. Das besagt, dass mindestens 6,25% aller verkauften Kraftstoffe
aus regenerativen Quellen, sprich Bio, sein müssen. Da gibt es auch Grenzen für Diesel und Benzin. Bei Benzin habe ich eine Grenze von mindestens 2,8% und bei Diesel von mindestens 4,4%. Und wer diese Grenzen unterschreitet, der muss mit empfindlichen Strafzahlungen rechnen. Klingt ganz so, als wäre das denen mit Bio ziemlich wichtig. Nee, es gibt da einen Kraftstoff. Kehrdiesel. Der wird zu 100% aus regenerativen Quellen hergestellt. Das ist ein künstlicher Diesel, hat nichts mit fossilem Rohöl zu tun, aus Abfallstoffen wird er hergestellt. Und wenn man das hier sieht, der ist besonders klar. Ja, im Gegensatz zu fossilem Diesel hat er auch deutlich weniger Verunreinigungen. Ich kann auch mal dran riechen, ihr könnt das leider nicht. Müsst ihr mir glauben, man riecht dran, riecht quasi nach gar nichts. Also, das ist ein besonders sauberer, feiner Diesel, der auch weniger Emissionen erzeugt als ein üblicher Diesel. Und lässt den das Bundesumweltministerium zu? Nein. Die sagen, wir brauchen keinen weiteren Kraftstoff, denn wir fördern ja die Elektromobilität. Das ist ziemlich krass. Denn zum Beispiel Bosch hat genau diesen Diesel im Versuch laufen. Und die sagen, damit ist ein CO2-Einsparpotenzial von 65% möglich. So, also 65% CO2-Einsparung durch diesen Biodiesel, der aber nicht zugelassen wird. Es ist schade. Also ich fände das eine super Sache, um einfach die Nachhaltigkeit auch von den älteren Fahrzeugen noch zu unterstützen. Weil das Thema ist ganz einfach. Wie gesagt, ich bin echt kein Elektrogegner und wirklich kein Feind von Elektrofahrzeugen, dass das jetzt hier in dem Video nicht falsch rüberkommt. Gerade auch die Beschleunigung und natürlich das Fahrzeug selbst, wenn es fertig produziert ist, ist natürlich sehr, sehr ökonomisch, sehr umweltfreundlich. Braucht man nicht drüber reden. Deutlich umweltfreundlicher wie ein Diesel- oder ein Benzinfahrzeug. Aber das wissen ja die meisten schon, die Herstellung von so einem Elektrofahrzeug, vor allen Dingen der Akku, braucht so viel Ressourcen aus unserer Umwelt, die wir selber nicht aus regenerativen Sachen herstellen können. Und umso größer der Akku wird, umso länger die Reichweite wird in so einem Elektrofahrzeug, ist natürlich dann auch das Problem, dass der Akku ja größer ist und mehr Ressourcen braucht. Da gibt es so verschiedene Theorien, aber ein Elektroauto mit einer 85 kW Akkuanlage braucht deutlich über 100.000 Kilometer Laufleistung, bis er einen Diesel reinholt wieder, also die Produktion eines Dieselfahrzeuges reinholt, natürlich eines aktuellen Diesels. So, jetzt ist ja das Fahrzeug aber schon produziert, das Fahrzeug ist schon da, die Ressourcen sind einmal schon genutzt worden. Also warum wegwerfen, wenn das Fahrzeug einfach noch in Ordnung ist und mit wenig Aufwand und mit wenig Geld wieder für viele weitere Jahre, man hofft, auf der Straße weiterfährt. Wir haben ja jetzt hier auch ein Fahrzeug mit Partikelfilter, wo schon der CO2-Wert gemindert wird. Natürlich auch nicht restlos gemindert wird, das ist klar. So, wenn wir jetzt noch diesen Biodiesel mit 65% CO2-Einsparung auch noch mit reinrechnen, was wollen wir mehr? Die Elektroautos werden die Zukunft sein, da brauchen wir nicht drüber reden, aber bis wir eine Alternative gefunden haben, um auch umweltfreundlich die Akkus herzustellen, ist das meine Meinung, dass man doch lieber ältere Fahrzeuge auch mit höherer Laufleistung noch nutzen kann, wenn der Gesamtzustand von dem Fahrzeug passt. Heute mal ein bisschen ein ernsteres Thema gewesen. Ich möchte jetzt hier auch gar nicht politisch werden. Das ist wie gesagt nur meine Einschätzung, meine Meinung. Natürlich kann ich auch vieles selber machen an den Fahrzeugen. Das weiß ich auch, das ist mir bewusst. Aber vielleicht mal drüber nachdenken, der ein oder andere. Und Elektro hin, Elektro her, es wird die Zukunft sein, aber noch bin ich der Meinung, sind solche Autos sinnvoller, auch für die Umwelt. Und das ist zum Beispiel mal so ein bisschen die Antwort auf die Kommentare, warum ich denn solche Fahrzeuge mit solchen Kilometerlaufleistungen kaufe. Das soll es gewesen sein.
Ich hoffe, es war nicht zu ernst. Alles ist gut. Ich wünsche euch was. Bleibt bitte alle gesund. Bis zum nächsten Video. Euer Sven. Ciao.